Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniroyal P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir gegen Exoplasma gekämpft, den wahrscheinlich härtesten Gegner, den wir bis jetzt bekämpft haben. Obwohl er eigentlich nicht so schwer, nur irgendwie blöd zu erledigen. Ja, jedenfalls, wie das Übliche, ich habe hier so ein blödes Viech gefunden und diese 30 Dinge hier gesammelt. Und einige Aufträge habe ich wieder angenommen, die ich erledigen konnte. Dann kann ich zum Beispiel auch noch erledigen. Und die gehen wir jetzt mal alle ab. Mit alle melden. Per Select-Taste. Dafür kriegen wir 101.000 Gold. 16.000 Punkte, womit wir jetzt die Meistermedaille bekommen. Einen Langstiel und einen Schwarzpanzer. Bam, jetzt habe ich die Meistermedaille. Aber ich kann nichts machen. Verdammt. Gehen wir die noch ab. Für ein bisschen Geld. Meine Güte. Ja, nochmal wieder ganzen Batzen Asche und wir haben die Meistermedaille, was auch immer das uns jetzt bringt. Wir haben beinahe 1 Million Gold, sehr gut. Und ja, dann ja, gehen wir die einfach ab. Hey, 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 it's payday! Well, for the bank anyway. So, 900.000. Give me the goods and I'll give you the slip. Easy peasy. Da kommt schon 100.000, so ein paar tausend werden wir ja nur zusammenkratzen können irgendwo. Hier ein goldener Frosch. Und, weiß ich nicht. Zack, so. Tun wir unseren letzten Cent auch noch rein. Was haben wir noch? 6 Millionen und wir haben nichts bekommen. Verdammter Dreck. Okay, ich habe noch alles hier. Wollte schon sagen. So, dann holen wir uns mal wieder die Belohnung ab. In Triglyph. Ja, hier, meine Güte. Was haben wir noch alles bekommen? Freundschaftstrank, den können wir auch mal irgendwann verbrauchen. Festmahl. Idealer Schutz, ein Buch mit dem Lutkation zur Fertigkeit perfekt abwehrt. Verdammt. Das war es nicht wert. Perfekte Abwehr hat irgendwann mit Blitzabwehr zu tun, oder? Weiß ich nicht. Perfektelo Abwehr. Wo bist du? Ja. Ja. Nicht. Okay. Ich bin schon wieder blind. Angriffsschutz. Ja, perfekt. Aber Blitzabwehr. Nein. Warum komme ich halt erst so spät? So, dann würde ich sagen, ja, wir gehen nach Duval, weil ich war sehr fleißig, was das Casino angeht. Und ich habe sehr viel Jetons gewonnen. Und zwar habe ich ganze 320.000 Jetons und das war gar nicht mal so schwer, ehrlich gesagt. Das hat, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde oder so reingehauen alles. Immer einfach nur wie ein Blöder hier verdoppelt geraten und ja, sehr schön, ne? Dann kaufen wir uns jetzt mal einfach alles, was wir hier haben, was wir jetzt zur Auswahl haben. Ich würde am liebsten erstmal die ganzen Kostüme kaufen, zum Beispiel nur Zucker. Ja, Zocker-Outfit. Geschniegelt, geheimnisvoll und ziemlich schickimicki. Zack. Dann, das wird ja wohl ja verschwinden, oder? So, Zocker-Frisur. Bams. Manche Leute tragen eine Hasenfutter als Glücksbringer bei sich. Ludger hat einen eigenen Glücksfrisur. Okay. Dann, Fürstin Zillia-Outfit. Mila. Okay. Schicke, damhafte Kleidung mit modischen Minigocken und Schleife. Uns alles gleich an. Da ohne Jacke 2 Ludger. Manchmal zieht Ludger sich gerne lässig an. Wie wir alles verkaufen werden. Legeres Outfit Elvin. Ein lässiges Outfit mit Ton der Sneakers und der Kapuzenpulli unter der Jacke. Was haben wir noch hier? Nimbus. Ein Reif aus Licht als Beweis, dass du ein Engel bist. Ohne die Flügel halten dich die Leute allerdings für einen Geist. Was? Da kaufen wir uns auch die Flügel. Sie sehen an den Ring toll aus, versuche aber auch andere Stellen am Kopf könnten sie auch funktionieren. Ja, so eine Valkyrie oder was? Teufelsflügel. Zack, mit einem großen Paar siehst du bestimmt cool aus. Mit einem kleineren Paar würdest du aussehen wie ein kleiner süßer Kobold. Oh. Laufende Nase. Mit diesem Objekt können erste Eindrücke richtig in die Hose gehen. Es hat doch bestimmt einen praktischen Nutzen, oder? Ein Teufelsschwanz. Ein höllisch aussehender Teufelsschwanz, fragst du dich nicht, ob er kitzelt?
Ohrringe. Ein gewöhnliches Modus zwar, sie sind nicht besonders auffällig, aber schön. Schön. Das kann noch ein bisschen dauern. Herz-Augenklappe. Eine hübsche rosafarbene Augenklappe. Perfekt für alle schwerwiegenden Mädels da draußen. Zylinder. Ein absolutes Muss für einen Stil von Herrn. Mit einem bisschen Einfallsreichtum sieht er auch an Mädchen gut aus. Ja, wenn man den verkleinert. Nee, haben wir eher Mini-Zylinder. Ein absolutes Muss für schicke Mädchen. An wen sieht der Look wohl am besten aus? Koteletten. Fetzige Koteletten, mit denen man rau und männlich aussieht. Du darfst sie auch tragen, wenn du ein Mädchen bist. Was? Also, was haben wir hier alles? Entenschwanzfrisur, was? Eine mutige Frisur, die dich unter den Gildenführern große Beliebtheit erfreut. Das kann auch ein bisschen dauern. Yin und Yang, das sind wahrscheinlich alles so Dingens hier, ne? Ist schon, diese Dinger, was wir hier... Keine Ahnung. Kaufen wir die auch einfach mal. Ich sehe die Elemente Licht und Dunkelheit. Führt auch zum Wachstum diagonal gegenüberliegende Elemente. Weil wir es haben. Verbrannte Erde. Ein Nützlichkeitstraktor. Extraktor, genau. Die drei Elemente extrahiert. Feuer, Dunkelheit und Erde. So. Fackelnebel. Wir haben es ja also. Ein Extraktor, der vier Elemente extrahiert. Feuer, Licht und Erde und Dunkelheit. Außerdem kann ich locker wieder hier die Jetons zusammenkratzen. Das hat wirklich nicht lange gedauert. Ausbrechender Geysir, ein geheimnisvoller Extraktor, der vier Elemente extrahiert. Feuer, Erde, Wind und Wasser. Bremst. So. Goldkamaschen. Wir sind die Meister des Kampfes. Ach ja, das ist auch letztens aufgetaucht. Aber ich habe ja noch nicht gemacht. Deswegen machen wir das jetzt. It happened. It finally happened. We earned 100,000 chips playing poker. We actually beat the house. It sends a shiver down my spine to hear the number out loud like that. An impressive performance. It's nothing more than probability theory in the end. But if we were to try to push our luck... We'd lose even more than we've gained. That is how gambling was designed to work. But it's worked so far, to the tune of 100,000 chips! Maybe if we kept at it, we can make a good living as professional gamblers! Settle down there. You're getting way ahead of yourself. Isn't that right? Hmm. Nie und nimmer, es ist Zeit zu gewinnen. Ja. Ja, wir haben halt eigentlich schon... Boy. You too, huh? Warum keine Punkte bei Lea? You said it better than I ever could. Throwing caution to the wind in pursuit of ever greater victories. You're a born gambler. Is it not the duty of those older and wiser to pour cold water on the hot-blooded foolishness of youth? Hey, ich bin nicht so alt. Also, er meint Ron. By the romantic ideals of the young. But surely that doesn't include endorsing a reckless obsession that could end in disaster. Well said. Not that I don't admire your pluck, Luger. Sehr gut. Ja, ich habe glaube ich auch ein, zwei Titel bekommen und eine Trophäe dazu. Wo ist das? Hier, Waghals. Das sind 100.000, ne? Ja. 50.000, dann 100.000, das war. Ich habe weit über 100.000 gehabt zu diesem Zeitpunkt. Meine Katze ist zurückgekehrt. Bams. Geh wieder raus. So, dann. Ich glaube, mehr wird in diesem Part nicht passieren, außer Belohnungen einheimsen. So, blauer Umhang, dunkles Siegel und so wollte ich alles mal gucken. Goldgamaschen, die habe ich, glaube ich, schon, ne? Hier habe ich nicht. Okay, dann holen wir uns mal welche. Silbergamaschen habe ich. Ja, nehmen wir ein paar. Und die kann ich nicht noch mal kaufen. Okay, ein roter Umhang. Okay, ich kann alles hier wegkaufen. Einfach, ich dachte, ich kann so viel wie möglich kaufen. Dunkles Siegel, das hat man glaube ich nicht, ne? 1,5-fache an Erfahrungspunkte. Ja, aber man kommt doppelt so viel Schaden. So, und das Zeug hier, das brauche ich alles nicht. Silberwürfel zum Beispiel. Ja, die verschwinden alle, verdammt. Was sehen, wenn ich alles wegkaufe? Reicht das alles dafür? Quarzklotz. Oh, okay. Ein Freundschaftstrank. Ach, da kann ich auch mehrere kaufen, jawohl. Kitty Crisp, davon auch.
Kristallmuschelschale. Kitty Crisp. Okay, jetzt kann ich nur noch ganz viele kaufen, oder was? Lolit, er hat jetzt 20.000 wert, hallo? Ich bin ja nur für 500.000, sehr gut. 5.000. So, ich würde mal sagen, wir verballern die ganzen Freundschaftstränke mal. Oder wir gucken uns erstmal das Kostüm an. Und zwar... Ja, ich habe doch hier irgendwas bekommen, der Langstiel. Ey, da ist ein Power immer. hier. Powerhammer. Und bringt die Chance, Gegner zu betäuben. Sehr gut. So, ich riss dir das wieder aus, weil das voll übermenschlich stark ist. Dingens hier. Kostüm. Ich habe auch einige Kostüme wieder eingeschaltet, wie zum Beispiel Schulklamotten und also was. So, gucken wir mal, Zockerfrisur. Ja. Ah. Mein Gott, jetzt sieht er ein bisschen aus wie Victor. Wer auch Glücksspieler war. Okay, lass mal aber erstmal. So, dann habe ich noch für Elvin das legere Outfit oder so. Ach, das ja, genau. Ohne Frisur war das, ne? So, und Mila, da weiß ich jetzt nicht, was das sein könnte. Ach, das Fürstin Xillia Outfit, okay. Ich dachte irgendwie, das wäre sowas. Maxwell Outfit, Fürstin, also Fürstin Mila, also was. Und sonst nichts, ne? Ups. Ja, das gucke ich jetzt nicht alles nach. So, dann tun wir mal die ganzen Freundschaftstränke noch verballern. Wer hat denn am wenigsten Elvin im Moment? Miose ist kurz davor, Elvin, Gaius. Ich glaube, bei 9 bekommt man immer wieder was, deswegen tue ich jetzt mal bei 9 noch ein bisschen was verballern. Gaius war kurz davor bei der 9. I was contemplating your existence and what it means to me. I am okay. Gaius and I am Ersteth. I have two faces and two identities. But whatever my guise, be it commoner or king, I feel that you're somehow able to bring out the true me. You are not my enemy, nor my subordinate. It pleases me to consider you my friend. Perhaps I have said too much, or perhaps there is nothing wrong with saying this sort of thing from time to time. Okay, verbündetes Buch, Strahlenfürst. Ach, da ist wahrscheinlich Dingens, ne? Verbundene Mystikart. Die muss ich alle noch irgendwann mal einsetzen. Ja, ich habe 34, also muss das ja. Na, da muss ich irgendwas. Besondere verbundene Art. Da muss ich ja irgendwas wieder wegmachen. Was habe ich denn hier, was ich wegmachen kann? Schadensreflexion. Ja, komm, nimm das. Und dann das hier. So, nächster. Wer möchte noch unter Drohung stehen? Leia, die ist auch kurz vor 9. Leia. Hey, the other day I was texting with my mom, right? And she said she's getting worried about my job, since all I ever talk to her about is you. What? I wish I could be as big a presence in your life as you are in mine, you know? So, if you ever get down about anything, let me know, okay? We'll get through it together, I promise. I'll always be there for you. Anytime, any place. Das ist lieb. Geisterkönig. Jetzt muss ich das alles hier immer... Ja, ich hatte, die hatte nur 2 oder wie. Serienbauch. Himmelssoldat, nehmen wir das hier weg. Erstmal. Ich habe so richtigen FP-Mangel. Ist mir aufgefallen. Versucht noch ein paar Gegner kaputt zu hauen, um die FP-Bonus zu bekommen. Aber dauert bei allen so lange. So. Was muss ich da nochmal drücken? Ja, 2 gedrückt halten, ne? Ja. So, wer jetzt? Ich habe zwar gesagt, im letzten Part, wir machen den finalen Kampf, also das finale Dungeon. Im nächsten Part, aber daraus wird ja wohl jetzt nichts. So, wer war jetzt? Mila, ne? So. In a short time since we first met, you've grown so much that you barely seem like the same man. Don't give me that look. Trust me, it's written all over your face. As to what challenges await us ahead,
Your guess is as good as mine. However, whatever road fate has laid before you, I intend to see you safely to its end. That's a promise I make, not as the Lord of Spirits, but as a friend. You are not alone. Never forget that. Dankeschön. Weißer König, Wiedergeburt. Hier muss ich alle sehen, die ganzen Dinger. So, jetzt muss ich für sie auch da. Jetzt hat sie eine normale Mystikat, die in Kombination mit June und die in Kombination mit Ludger. Meine Güte. Irgendwas mit 20. Hier, Wiederauferstehung. Ah, da gehen wir die ganzen Dinger, die ich gespart habe, weg. So. Jude, was ist mit dir? Oder Roan? Roan könnte zwei vertragen. Mach mal Roan erstmal. So. It happened so gradually, I didn't even notice it. But talking with you like this has come to feel natural. From discussions of government policy to old man jokes, I know that I can talk with you about anything. It is a great privilege to be able to make such a dear friend at my age. I know that I must be getting a little uncomfortably sappy on you here. Forgive me. That comes with the wrinkles and white hair. But I truly believe that you've become a great man. Sehr gut. Und Endzeitmusik. Boah, niemand hat genug. Irgendjemand 7. Wir werden jetzt auf einen Kriegsart folgt, ja. Wo ist das hier? So, aber jetzt Jude, ne? Der braucht ein paar mehr. Den muss ich ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Mein Gott, Jude ist der letzte und Elvin, ja. Und dann kann ich einfach so durch die Gegend werfen mit meinen Dings. So, du nimmst mal 3 oder so, das wird ja wohl reichen, ne? Jawohl, genau gereicht. I feel like we could take down anything when we're together. We've been through some tough times. And I don't know if I could have made it through them without your support. I'm sorry I don't know a more elegant way to express this, but thank you. I'm grateful for all that you've done, and I'm proud to call you my friend. Ja gut. Ja, wir sind doch Bros, wir beide. Schon seit Anfang ab ein Himmelzorn. Ja, jetzt auch 3 Mystic Arts. Ach, nein, das ist gut. Das ist auch gut. 13 TP Schub, weiß ich nicht. Xillia Spezial. Verdammt. Nimm das und das hier. So. So, und dann fehlt nur noch Elvin. Du brauchst, glaube ich, 3 oder so, ne? Dann können wir die restlichen auch noch verballern. 2, 3. So, liebst du mich? Ja, okay. Feels like we've been fighting together for as long as I can remember. I guess it's a little funny for me to say this now after all that's happened, but I want you to keep moving ahead. Whatever future you're putting your chips on, I'm in. You just keep looking forward, because I've got your back. Alles klar. Dämonenkugel. Mein Gott, was ihr alle für eine Freundschaftsrede noch am Ende halten. Als wäre das der letzte Kampf bald. So, du musst jetzt irgendwas größeres blechen, leider. Geistaufladung. Da kommt immer das Tier weg. So. Dann haben wir mit jedem schon Stufe 9 erreicht. Sehr gut. Release können wir jetzt noch eingeben. Dann hat sie auf jeden Fall Max. Jo. Jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Gewonnener Titel. Elise Seelenverwandter. Elise Wema, natürlich. Wie sieht das jetzt aus? Gar nichts, okay. Den letzten können wir irgendwie, weiß ich nicht, Jude oder so geben. Hier, trinkt den. So, dann. Wow, das hat 20 Minuten gedauert hier im Casino. Aber egal, wir sind jetzt ein bisschen besser vorbereitet und ein bisschen mehr unbesiegbarer. Also, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall endlich mal nach Land, zum Land Kanan, genau, so ist der Ort, den wir schon seit 100 Parts hier irgendwie entgegenstreben. Na gut, da würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.